Frau Maischberger, wie nervös ist das politische Berlin? Das politische Berlin, es kommt darauf an, welche Parteien Sie fragen. Also die Union ist, glaube ich, ziemlich nervös. Bei den Grünen hat man so, glaube ich, das Schlimmste nervositätsmäßig hinter sich. Der SPD geht es, glaube ich, ganz gut und der FDP auch. Aber wenn Sie jetzt nach internationalen Geschehnissen fragen, wir haben ja also gerade ein Debakel in Kabul erlebt. Also jeder Politiker, der irgendwie noch wirklich politisch denkt, ist natürlich verunsichert. Woran machen Sie das fest, dass die CDU so nervös ist? Naja, es ist schon interessant. Es gab jetzt eine Umfrage bis hinauf in die Bundestagsfraktion. Gibt es Stimmen, die dann doch nochmal sagen, sollen wir nicht doch nochmal den Kanzlerkandidaten austauschen? Das 5 Wochen vor der Wahl ist ja schon doch ein ziemliches Zeichen von Nervosität. Wie geht's der SPD? Erstaunlich gut. Ich glaube, Sie sind selbst am meisten erstaunt, wie gut es Ihnen geht. Die SPD ist im Moment Olaf Scholz. Den Rest sieht man nicht so sehr. Das ist ja das auch Interessante an diesem Wahlkampf, dass man das Gefühl hat, also es ist ein Kopf, Olaf Scholz. Und dann kommt erstmal lange nichts. Also ich weiß nicht, wann haben Sie das letzte Mal von Herrn Kühnert eine öffentliche Äußerung gehört? Frau Esken, also das ist wirklich interessant, dass das doch relativ diszipliniert jetzt erst einmal hinter dem Kanzlerkandidaten sich einreiht. Und insofern, ja, denen geht es, glaube ich, gerade ganz gut. Wollen Esken und Kühnert auch nicht in Talkshows und andere Auftritte? Lehnen Sie das aktiv ab? Nein, also bei Kevin Kühnert weiß ich, dass er demnächst wieder in Talkshows sein wird. Wir hatten heute Morgen unsere Konferenz hier und hatten auch eben doch wieder eine Einladung aussprechen wollen, haben aber dann gesehen, dass er schon bei einem unserer anderen Kollegen oder Kolleginnen in der ARD quasi eine Zusage gegeben hat. Also offensichtlich kommt er dann doch wieder. Gibt es diesmal das Thema des Wahlkampfes? Nein. Es gab, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es monothematische Wahlkämpfe gab. Also vielleicht war der Wahlkampf unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise, wenn man sie so nennen mag, war das einer, der tatsächlich noch konzentrierter war. Es gibt mehrere Themen, glaube ich. Ich glaube, das Klima ist in der Tat, je nachdem, in welchen Bereichen man fragt, ein starkes Thema. Corona wird uns sicherlich nochmal begleiten. Wahlkampf, die Außenpolitik jetzt eben auch durch die Terrorgefahr, die möglicherweise wieder wächst, könnte auch ein starkes Thema werden. Andere Themen werden ein bisschen nach hinten gedrängt, zum Beispiel Finanzpolitik, Steuerpolitik, haben wir einfach lange nicht wirklich viel geredet drüber. Aber für mich fängt der Wahlkampf jetzt auch erst richtig an. Also wir sind 5 Wochen vor der Wahl. Die Sommerpause ist nun für alle vorbei. Und jetzt habe ich das Gefühl, geht es erst richtig in die heiße Phase und da wird vieles zu bereden sein. Das heißt, es wird noch inhaltliche Diskussionen geben? Muss es hoffentlich, ja. Ich denke doch schon. Sind die Grünen denn anders aufgetreten damals, als klar wurde, dass sie sich auch auf das Kanzleramt bewerben? Inwiefern anders? Selbstsicherer, mehr Forderungen. Also seit Joschka Fischer habe ich nicht das Gefühl, dass die Grünen ein Problem in Selbstsicherheit hatten. Also ich weiß nicht, ich habe mir das angesehen, diesen Höhenflug, und habe ihn nicht als besonders realistisch eingeschätzt. Also die 28%, die zwischendurch meinen Umfragen waren, das war, glaube ich, ein bisschen überbewertet. Und sind die selbstbewusster aufgetreten? Naja, sie haben zum ersten Mal einen Kanzlerkandidaten oder jetzt eben die Kandidatin aufgestellt. Das ist ein Ausdruck von Selbstbewusstsein, das ja. Wie umfragengetrieben ist denn dieser Wahlkampf? Naja, für die Akteure natürlich Pulsschlag, klar. Obwohl sie immer alle sagen, wir gucken nicht auf Umfragen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Natürlich gucken sie auf Umfragen. Aber ich habe heute Morgen einen interessanten Hintergrundbericht gehört über beispielsweise die Umfragewerte der AfD. Eine echte Blackbox, weil die AfD in den öffentlichen Wahlkämpfen gar nicht so in Erscheinung tritt, aber sehr viel stärker zum Beispiel durch Facebook eine Stammklientel an sich gebunden hat. Und die ist da. Ob die sich in den Umfragen äußert und sich dann bekennt, das kann eigentlich keiner wirklich sagen. Also da gibt es eine Leerstelle und wir wissen einfach nicht, was in den nächsten Wochen passiert. Es ist eine sehr volatile Zeit. Das heißt also, es kann noch ein großes Ereignis alles wieder umwerfen. Wer weiß. Wie wichtig sind denn die sozialen Medien im Moment in diesem Wahlkampf? Also sie werden immer wichtiger. Sie haben eine Funktion, weil so die Mittlerfunktion, die wir hier mal hatten als Journalisten, ist durch die sozialen Medien ergänzt und in manchen Feldern ja auch außer Kraft gesetzt, weil wer zum Volk reden will, kann es, wie Trump es vorgemacht hat, eigentlich im Prinzip direkt machen über Twitter. Und insofern
ist das natürlich eine unglaubliche Vielfalt an Kommunikationskanälen, die da ist. Und die sozialen Medien neigen dazu, Informationen auch zu verbreiten, die einfach nicht wahr sind. Also was es alles gibt an Fake News und Übertreibungen, da jedenfalls findet es fruchtbaren Boden. Und das ist echt ein Thema, das wir, oder ein Problem, das wir noch gar nicht so richtig zu fassen bekommen haben. Was macht man gegen Fake News? Wie korrigiert man einen Deepfake? Sollte man den überhaupt ansprechen oder verbreitet man ihn damit zum Beispiel? Also das sind Fragen, die wir noch nicht richtig gelöst haben. Haben Sie denn das Gefühl, dass viele ihre Wahlentscheidung treffen aufgrund bestimmter Dinge, die sie in den sozialen Medien gesehen haben? Also Gefühl, ich glaube ja. Also die Corona-Pandemie ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Beispiel, um zu sehen, wie tief auch noch die absurdeste These dann doch einen Widerhall findet bei Menschen. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein großer Faktor ist. Nochmal zu den Kandidaten und Kandidatinnen zurück. Haben wir die schwächsten Kanzlerkandidaten aller Zeiten? Sie sitzen einer Journalistin gegenüber, die sich mit eigener Meinung zurückhält, weil ich Fragende bin. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt beantworte die Frage, ob wir die schwächsten Kanzlerkandidaten haben und ich habe die nächste Woche bei mir sitzen, werden die mir gegenüber gar nicht mehr so offen sein, wie sie es sein sollten. Ich finde diese Aufteilung ganz gut. Also Leute in meiner Position fragen und versuchen irgendwie Ausgleich darzustellen und herzustellen zwischen denen, die da sind, und andere, bei uns sitzen sie quasi auf der Kommentatoren-Ecke, andere kommentieren. Und da ist die Meinung explizit gefragt. Ich gehöre nicht dazu, sie kriegen keine Antwort. Wie wichtig ist es denn, dass Politikerinnen und Politiker polarisieren? Ich finde, sie sollten nicht polarisieren, sie sollten aber mit Leidenschaft ihre Sache vertreten. Polarisieren ist deshalb falsch, weil es immer einteilt in, es gibt eine richtige und eine falsche Antwort. Es gibt ein Schwarz und es gibt ein Weiß. Es gibt ein richtig und ein falsch. Und was wir jetzt zuletzt, finde ich, sehr viel erlebt haben, ist, es gibt nicht ein Gegenargument, sondern es ist gleich der Feind. Das ist Polarisierung. Und ich finde, Polarisierung darf nicht sein, sehr wohl aber Mobilisierung. Das ist ein Riesenunterschied, finde ich. Sie können mobilisieren, ohne zu polarisieren, bin ich fest davon überzeugt. Das heißt, polarisierende Politikerinnen und Politiker sitzen nicht öfter in Talkshows als die, die vielleicht nur inhaltlich arbeiten? Ehrlich gesagt, also nee, das ist nicht mein Kriterium. Was natürlich für eine Talkshow, eine Gesprächssendung gut ist, ist, wenn jemand rhetorisch begabt ist. Natürlich suchen wir nach denen in diesem politischen Feld, die nicht nur einen guten Gedanken oder einen Gedanken haben, sondern auch in der Lage sind, ihn zu formulieren, in Kürze auf den Punkt zu bringen und eben mit anderen darüber zu debattieren. Müssen die streitlustig sein? Sie sollten jedenfalls einem Streit nicht aus dem Weg gehen und ein paar Grundregeln zum Beispiel kennen. Also Streit funktioniert dann nicht, wenn einer immer doziert und nicht zuhört. Streit funktioniert dann nicht, wenn einer nie auf das Argument des Gegenübers eingeht. Streit funktioniert dann nicht, wenn jemand von der eigenen Position selber nicht so wahnsinnig überzeugt ist und sich irgendwie zurücknimmt. Also wir achten schon darauf, dass wir rhetorisch Begabtere einladen, weil das einfach für so eine Sendung, die auf den Punkt kommt, besser ist. In den Zeitungen können Sie da zum Beispiel ganz anders arbeiten, da können Sie auch nochmal kürzen und so. Das ist bei uns nicht möglich. Also ja, ich bekenne mich dazu. Haben Sie Persönlichkeiten, wo Sie wissen, die können das nicht so richtig? Oder Sie haben eben gesagt, Sie müssen Sachen auf den Punkt bringen können. Ich habe jetzt einige Interviews geführt und es gibt Leute, die können das überhaupt nicht. Haben die eine realistische Chance, mal bei Ihnen zu sitzen? Das kommt drauf an. Also wir sitzen ja hier an diesem Tisch in der Konferenz mit dem Kollegium der Redaktion und wir debattieren dann immer. Also wir haben ja zum Beispiel im Wahlkampf uns auch vorgenommen, ein paar Duelle zu machen, also Pro und Contra von zwei unterschiedlichen Parteien. Und da denken wir natürlich schon darüber nach. Also wer ist dann in der Lage, in diesen 25 Minuten oder 20 Minuten dann wirklich dann schnell, ordentlich, mit einer gewissen Auffassungsgabe und rhetorischem Geschick zu argumentieren? Ja, da fallen manche dann durch den Rost, aber ich sage Ihnen nicht wer. Aber ja. Es gibt aber, das Interessante ist auch da wieder, Corona hat auch da wieder die Maßstäbe geändert. Also zum Beispiel Virologen, die wissenschaftlich argumentieren, die langatmig antworten, weil das nun einfach ihre Art ist, die hatten absolut ihre Berechtigung und das Publikum ist ihnen gefolgt, weil
das Thema so im Vordergrund war, dass man einfach auch, wenn der Vortrag nicht brillant war, wissen wollte, was sie sagen. Also das sind so Momente oder jetzt eben so eine Situation wie vor Ort in Kabul. Da natürlich interviewen wir dann auch Menschen, die möglicherweise nicht in dieses vorher genannte Raster, weil es einfach dann wichtig ist, Informationen zu bekommen. Und zwar egal letztlich auch, wie gut oder schlecht jemand spricht. Getrieben war der Wahlkampf ja von vielen Skandalen und Fehltritten der Kandidaten. Hat der Lacher von Armin Laschet so viel Aufmerksamkeit verdient? Das ist eine schwierige Frage. Das Problem ist, er ist in der Welt gewesen und er passte in eine Erzählung über diesen Kandidaten. Also es fügte sich sozusagen in ein Bild ein. Und natürlich hat man sich gefragt, also wenn jemand in solchen Momenten, wo er hinter dem Bundespräsidenten steht, egal ob er es hört oder nicht, was vorne gesprochen wird, die Mimik nicht im Griff hat, was sagt das über jemand, der das Land führen will? Und deswegen hat er Bedeutung bekommen. Manche sagen zu Recht, andere zu Unrecht. Ich glaube, sie kriegen es aber nicht raus. Also wenn ich fahre ja viel dann doch durch die Gegend und da man mich kennt, höre ich auch manchmal was die Leute so sagen. Und was haben Sie gehört? Ja, das ist eben so. Also das ist einfach. Viele fanden es einfach empörend. So ungefähr so. Sie gehen doch nicht. Also auch auf einer Beerdigung sind sie doch, auch wenn jetzt quasi gerade was anderes verhandelt wird, sie sind doch in dieser Emotion einer Beerdigung. Sie würden doch nicht feixen. So, und das ist so ein Eindruck, der einfach bei vielen sich gehalten hat, ob wir jetzt darüber berichtet hätten oder nicht. Er war ja da, dieser Moment, und der wurde durch soziale Medien ja auch schon geteilt. Und ich glaube nicht, dass das jetzt, dass das gar keinen Einfluss haben wird, sollte. Gab es nach dem Bekanntwerden der Nebenankunft von Annalena Baerbock, der Plagiate und des Lebenslauf, gab es eine mediale Hetzjagd auf Sie? Das würde ich nur dann gelten lassen, wenn Sie dann davor die Phase als eine mediale Lobhuldigung auch sehen würden. Medien neigen manchmal zur Übertreibung in ihrer Gesamtheit. Ich bin ja auch nicht dafür, dass wir von den Medien reden, aber es gab so eine Bewegung, die quasi so, ach, jetzt haben wir auch die junge, frische Frau, so wie andere skandinavische Länder, Modell und hurra. Und dann kommen ein, zwei Dinge und dann stürzen sich alle drauf. Also das ist so eine typische Auf- und Abwärtsbewegung auch der kommentierenden Seite in den Medien. Das muss man einfach auch mit einer gewissen Gelassenheit, glaube ich, ertragen, wenn man Frau Baerbock heißt. Aber ich persönlich finde die Plagiatsgeschichten nicht so wahnsinnig spannend. Aber die Frage, wie du mit den Nebeneinkünften eingehst, gerade wenn du dich da positioniert hast als eine Partei, die sehr genau bei anderen drauf geachtet hat, das ist zum Beispiel jetzt nicht ganz unwesentlich. Bei Olaf Scholz gab es in der Vergangenheit Cum-Ex und Wirecard. Mhm. Einige sagen, dass er Glück hat, dass es zum einen so weit zurückliegt und dass es so kompliziert ist, das zu erklären in den Medien, gerade wenn man nur eine Stunde Sendezeit hat, eine Diskussionsrunde. Ist das so? Na, ich habe es gemacht, weil ich es wichtig finde. Seine Argumentation ist ja, ich bin der Kandidat, der es kann. Ich habe die Erfahrung und deswegen ist es ja wichtig zu gucken, wo sind denn in dieser Erfahrung die Fehler. Ich halte Cum-Ex für ein Riesenproblem tatsächlich und das hat er zwar auf der entferntesten Stufe, aber am Ende dann doch zu verantworten. Ich finde die Warburg-Bank-Geschichte noch schwerwiegender, weil wir da einen Kandidaten erlebt haben, der sich schlicht an die Dinge nicht mehr erinnern kann. Das ist, finde ich, dann auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und vom Hafengeburtstag, also dem G20-Gipfel, der nicht gut gemanagt war vom damaligen Bürgermeister in Hamburg, Olaf Scholz, kann man auch eben reden. Also ja, es hat etwas damit zu tun, aber Cum-Ex ist in der Tat schwierig. Und auch die Warburg-Geschichte, also da geht es ja dann letztlich dann auch um Steuerbelange, ist nicht so leicht zu verstehen wie das Lächeln, die Plagiate, der geschönte Lebenslauf. Insofern hat er vielleicht ein bisschen mehr Glück oder er ist auch geschickter. Löschen Sie Ihre privaten Mails direkt nach dem Lesen? Na, ich hatte gerade mit Andreas Scheuer eine Diskussion genau darüber. Meine Mails sind Gott sei Dank nicht von großer Relevanz, wenn sie privat sind. Geschäftliche Mails, das ist übrigens mein Problem gerade, weil ich gerade so viel arbeite, dass ich meiner, ich bin schon der Meinung, dass wenn ich als Geschäftsführer in dieser Firma einen Mailverkehr habe, der um Verträge geht, ich muss es natürlich vorweisen, dokumentieren. Die lösche ich nicht und ich hänge ein bisschen hinterher mit dem ordentlichen Archivieren. Wer von den drei Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten redet am öftesten an der Frage vorbei oder beantwortet sie bewusst das nicht? Das darf ich Ihnen eigentlich auch nicht sagen.
Also alle Politiker eint, dass sie botschaftsgetrieben sind. Das heißt, sie kommen in eine Sendung und haben eine Botschaft. Und sie werden versuchen, diese Botschaft irgendwo unterzubringen. Wenn wir gut sind hier in diesem Team, wissen wir, wo die Botschaft ist und stellen die Fragen quasi so, dass die Botschaft abgeholt werden kann und wir dann quasi zum anderen Punkten kommen. Und da bin ich dann auch, also da versuche ich dann keinen irgendwie rauszulassen bei den Fragen, die wir stellen und auch wichtig finden wollen, wenn wir eine Antwort haben. Und wenn wir keine bekommen oder wenn ich keine bekomme, dann muss man das auch so feststellen, dass es dann mal keine Antwort gibt. Man munkelt, Olaf Scholz hätte auch kein Problem damit, 10 Fragen hintereinander nicht ganz so zu beantworten, wie sie gestellt Ich habe eine werden. Erfahrung gemacht, das waren, glaube ich, nicht 10, aber es waren etliche und dann muss man irgendwann natürlich auch einen Punkt machen und sagen, okay, wir halten jetzt mal einfach fest, das ist jetzt nicht Ihre liebste Frage und okay, keine Antwort auf diese Frage. Sie wollen nicht von den Medien sprechen. Machen wir das einmal kurz. Welchen Einfluss haben die Medien auf den Ausgang dieser Bundestagswahl? Die Medien, jetzt sind Sie schon wieder bei die Medien. Welche Medien sind das denn? Also ich meine, das muss ich wirklich sagen, weil ich glaube, dass seitdem wir Social Media haben, sind die Medien auch dann jeder einzelne von uns. Das heißt also, der Einfluss, den die sozialen Medien haben, und da wiederum gibt es solche, die triggern, die pushen, die einen Spin geben, aber eben auch ganz normal. Ich spreche von traditionellen Medien, die Traditionellen sozialen Medien. Medien ausgenommen. Also ich glaube, der Einfluss ist tatsächlich geringer geworden wegen des wachsenden Anteils sozialer Medien. Ich will den nicht unterbewerten. Ich glaube, er hat einen Einfluss, aber wenn Parteien ihre Sache gut machen, kommunizieren sie ja auch mit Parteiprogrammen, mit Plakaten, mit Wahlkampfauftritten und da haben wir ja überhaupt keinen Einfluss drauf. Das heißt also, ich glaube, es ist eine ganz gute Balance. Glauben Sie, dass Menschen sich für eine Partei oder eine Person entscheiden, weil sie ein Wahlplakat gesehen haben? Ja, Sie können sich mal gegen eine Person entscheiden, weil Sie ein Wahlplakat gesehen haben. Ich glaube, der Umkehrschluss, den gibt es schon. Sie meinen Herrn Lindner am Schreibtisch direkt vor der Haustür, oder? Ah, ich will es jetzt auch nicht personalisieren, aber nein, ich glaube in dieser Wahl, also alle, mit denen ich rede, die eigentlich immer, wo ich immer Wetten abschließen kann vor einer Wahl, ich wette sehr gerne vor Wahlen über Wahlausgang, es traut sich im Moment auch von den wirklich kenntnisreichsten keiner, eine Wette abzugeben, wie es ausgeht. Auf wen haben Sie gewettet? Das sage ich Ihnen nicht. Das gehört zum Betriebsgeheimnis. Nein, aber es ist, weil offensichtlich so viele sich so spät entscheiden wie nie zuvor. Briefwahl spielt trotzdem noch eine Rolle. Die entscheiden sich jetzt. Das heißt, in einer Situation, wo Dinge nicht mehr einen Einfluss haben können, die passieren. Wir haben aber eben die Erfahrung gemacht, wie schnell einfach etwas wie eine Flut. Übrigens war es auch mal ein Kernkraftwerk, das explodiert ist in Japan, in diesem Jahr sicherlich noch mal Corona. Also es hat einfach diese Ereignisse, die einen so triggern, die werden, glaube ich, noch mal eine Menge beeinflussen können. Und wir wissen gar nicht, was passiert bis zum 22. September, 26. Und wer setzt die Themen? Sind das eher die traditionellen Medien, Sozialmedien oder sind das noch Politikerinnen und Parteien? Interessante Frage. Ich kann es nur von uns beantworten. Erst einmal, wir versuchen letztlich nicht Themen zu setzen, sondern aufzugreifen, was passiert. Wir sind ja eine aktuelle Sendung, das heißt, wir reagieren sehr stark. Das heißt also, wenn Afghanistan das überbordende Thema in der Woche ist, dann greifen wir das auf, weil wir das Gefühl haben, da wollen die Leute jetzt mehr drüber wissen. Dasselbe war bei Corona natürlich der Fall. Vielleicht waren wir da ein bisschen einseitig, aber das hat einfach jeden Lebensbereich betroffen. Insofern kann ich sagen, wir reagieren sehr viel stärker, als dass wir Themen setzen. Wer setzt Themen? Auch den Parteien fällt es schwerer. Die Grünen haben das Thema Klima gesetzt, aber sie konnten nicht wissen, dass es sich auch eben mit spürbaren Phänomenen in den Vordergrund drängt. Die Flüchtlingskrise, also die Flüchtlinge, ist ein zentrales Thema der AfD. Da sitzen die drauf. Sie konnten aber nicht wissen, dass sich diese Frage jetzt nochmal in diesem Wahlkampf vielleicht stellt, wegen der Ereignisse in Afghanistan. Also ich glaube, auch die Parteien sind nicht mehr so klar im Lied, was Themensetzung angeht. Es passiert einfach sehr viel. So wie auch die Politik in den letzten Jahren sehr viel mehr im Krisenreaktionsmodus war. Sind Politiker und Parteien dann im Moment nur noch die Getriebenen dieser aktuellen Ereignisse? Sind sie sowieso immer? Krise heißt immer, es passiert etwas und du musst reagieren. In dem Moment bist du getrieben. Es wäre gut, wenn man so ein paar Leitplanken hätte. Das ist übrigens, finde ich, in dieser Wahl eine interessante Frage. Also wem traut man denn zu, in einer Krise
nicht nur zu reagieren, sondern auch so zu reagieren, wie man es in etwa sich gedacht hat bei dieser Person. Also das finde ich nochmal. Also wer hat so eine Leitplanke, die mir sagt, also wenn etwas passiert, könnte ich mich darauf verlassen, dass der oder die so reagiert. Das finde ich nicht unwichtig. Und was die Wahlentscheidung angeht, weil Sie vorher nach den Kandidaten gefragt haben, ich glaube, dass diese Wahl am Ende, weil es ja alle Kandidaten und die Kandidatin in Umfragen nicht so reüssieren, vielleicht wird das ja wieder mal eine Wahl, wo es von der Person wieder zurückgeht auf die Parteien. Insofern sind die Parteien wichtiger geworden und deren Inhalt. Wie wichtig ist es denn für Sie, allen politischen Kräften und Parteien ausgewogen, eine Plattform zu bieten? Sie können davon ausgehen, dass an dieser Tafel Strichlisten geführt werden. Klar, wir versuchen einfach, weil wir in der Corona-Zeit hatten wir sehr stark die Regierenden und das waren halt einfach CDU, CSU, SPD, FDP und die Grünen in den Landesregierungen. Das heißt, die Linkspartei ist nur in Thüringen dann wirklich da und die AfD regiert nirgends, womit ist aber überall in den Parlamenten. Also müssen wir da nochmal sehr genau drauf schauen, dass wir da einen Ausgleich finden. Die AfD beschwert sich regelmäßig Ende des Jahres darüber, dass sie in den öffentlich-rechtlichen Talkshows unterrepräsentiert ist. Liegt das daran, dass man mit der AfD keine so guten Shows machen kann? Nein, also ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie nicht regieren, erst einmal. Und die Oppositionsstimme haben wir, wenn es in Corona-Zeiten notwendig war, sie zu hören, dann auch besetzt. Aber eben natürlich nicht mehr in dem Maße, wie es wichtig war zu hören, wie geht es denn jetzt erstmal weiter. Insofern ist der Eindruck, glaube ich, eine Momentaufnahme. Und wir machen in den nächsten, also nächste Woche kommt Beatrix von Storch in unserer Sendung, wenn nicht hier irgendetwas, also das muss man einfach immer sagen, wenn irgendwie ein massives Ereignis passiert, das uns zwingt, das Programm zu ändern, werden wir es schieben. Aber wenn es so bleibt wie in der Planung, wird es ein Duell geben mit Beatrix von Storch und der Fraktionsvorsitzenden der Linken im Parlament, Frau Mohammed Ali. Und so planen wir. Also wir suchen natürlich die Möglichkeit, dass alle, die zur Wahl stehen, wenn sie größere Parteien sind, ausreichend zu Wort kommen. Wie getrieben ist Ihre Berichterstattung denn von Umfragen? Ha, Umfragen. Nee, Umfragen interessieren uns nicht. Wir sind aktualitätsgetrieben. Also wir hatten zum Beispiel diese Konstellation mit Beatrix von Storch, hatten wir in der Woche, in der in Afghanistan tatsächlich die Situation am Flughafen anfing zu eskalieren. Das war nicht diese, sondern die Woche davor. Und da haben wir gesagt, so, wir machen die ganze Sendung zum Thema Afghanistan und verschieben das Duell, das eigentlich gehen sollte um Corona und Klimapolitik, in eine Woche, wo dafür mehr Aufmerksamkeit auch beim Zuschauer da ist. Und das haben wir jetzt auch getan. Aber das heißt, wir sind aktualitätsgetrieben. Wenn etwas passiert, wenn buchstäblich eine Bombe explodiert, dann müssen wir darauf reagieren. Und fragen Sie nicht, Armin Laschet liegt unter 10%, wenn es darum geht, wen möchten die Deutschen als Kanzler haben? Bitte, das ist nicht mein Kriterium. Das ist wirklich nicht mein Kriterium, nein. Finden Sie, dass Umfragen eine zu große Rolle spielen? Das müssen Sie Politiker fragen, denn die gucken ja offensichtlich drauf. Ich glaube, Herr Söder wacht jeden Morgen auf und guckt erst mal, was sagen die Umfragen. Was haben die denn sonst für eine Möglichkeit, zwischen den Wahlen irgendwie festzustellen, wie sie ankommen? Also ja, ich nehme mal an, dass Umfragen in dem politischen Betrieb eine Rolle spielen. Markus Söder ist ein gutes Stichwort. Sabotiert er den CDU-Wahlkampf? Ich hatte ihn heute Morgen in meinem Podcast und habe einen ganz sanften Markus Söder erlebt. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er einen Schreck bekommen, weil 22% für die CDU, CSU und 23% für die SPD, das ist ja dann am Ende vielleicht auch ein Votum für das, was er in den letzten Wochen, nachdem er nicht Kandidat geworden ist, auch einfährt. Ich glaube, vielleicht, aber man weiß es nie. Ich glaube, Geschlossenheit ist gerade so ein Thema. Es gibt ja die Idee, wenn man darüber spricht, warum Markus Söder so reagiert hat, wie er reagiert, dass er einfach ein machtgetriebener Mensch ist, der hofft, dass Armin Laschet, wenn er jetzt verliert, kann er in 4 Jahren antreten. Sollte Armin Laschet gewinnen, sind es vielleicht 8 oder 12 Jahre, wenn er wieder die Chance hat, Kanzlerkandidat der CDU/CSU zu werden. Ich habe, also der Podcast, den wir machen in dieser Staffel, hat die Überschrift Macht. Und natürlich haben wir genau darüber heute Morgen gesprochen. Ich glaube, es gibt keinen Politiker, der einen besseren Machtinstinkt hat im Moment in dieser Kategorie wie Markus Söder. Er weiß natürlich alles von sich, was in diese Richtung geht. Ich habe ihn aber direkt danach gefragt, habe gesagt, es ist doch gar nicht unpraktisch für einen Landtagswahlkampf in Bayern 2023, wenn im Kanzleramt nicht ein CDU-Politiker sitzt, sondern Herr Scholz oder Frau Baerbock.
dann kann man sich als bayerischer Ministerpräsident ja profilieren. Zumal er 2018 ein wirklich schlechtes Ergebnis als Ministerpräsident eingefahren hat. Das hat er mit dem Brustton der Empörung weit von sich gewiesen. Fanden Sie das Argument oder lassen Sie das Argument gelten? Viele haben gesagt, Söder ist besser in den Umfragen, deswegen muss er Laschet vorgezogen werden. Ehrlich gesagt, ist das echt nicht an mir zu entscheiden, wer vorgezogen werden soll oder nicht. Ich bin ja auch kein CDU-Mitglied, insofern weiche ich mal einfach Ihrer Frage aus. Sie haben sowohl mit Linken, SPD als auch mit den Grünen gesprochen. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass eine rot-rot-grüne Regierung möglich ist und realistisch ist? Also Olaf Scholz schließt es ja nicht aus. Die Linken sind extrem schwach gerade. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Ich glaube, in diesem, also die wirklich interessante Phase in dieser Wahl ist die Zeit nach der Wahl, weil wir wahrscheinlich sehr viele Parteien haben werden, die unterschiedliche Konstellationen möglich machen werden. Ich würde nichts ausschließen. Aber das, finde ich, klingt nach der unwahrscheinlichsten Variante für mich. Sie sind tief in der Medienwelt drin. Viele werfen der SPD im Moment vor, dass, wir haben am Anfang darüber gesprochen, besonders Herr Kühnert und Frau Esken sich zurückhalten, weil sie das wahre Gesicht der SPD sind. Ist das so? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin ja nicht Herr Kühnert und auch nicht Frau Esken. Wir suchen Sie mal wieder einzuladen. Also, wie gesagt, ich glaube, der Wahlkampf beginnt erst jetzt und dann werden wir auch von den beiden sicherlich was hören. Andrea Nahles hat sich heute zu Wort gemeldet. Sehr, sehr gut. Was überzeugt denn die meisten Wählerinnen und Wähler während eines Wahlkampfes? Ist es eher ein TV-Auftritt oder mehrere TV-Auftritte? Ist es das Wahlplakat oder ist es vielleicht auch einfach die Sympathie? Müssen Sie, glaube ich, einen Wahlforscher fragen. Das ist eine echt, für mich, ich studiere ja nicht sozusagen die Psychologie eines Wahlkampfs, sondern ich studiere Fakten und ich studiere Parteien, aber ich weiß es nicht. Es gibt ja viele Berichte über, weiß ich, das erste Duell zwischen Kennedy und Nixon, wo eben der Schweizer von Nixon die Wähler abgeschreckt hat. Wer weiß, wonach tatsächlich dann am Ende Wähler und Wählerinnen ihre Entscheidung treffen. Ich dachte, die sagen aus voller Überzeugung jetzt, die TV-Shows haben da einen entscheidenden Einfluss drauf. Also sie sind in diesem Jahr sicherlich nicht zu vernachlässigen, eben gerade weil alle drei Kandidaten so ihre Höhen und Tiefen erlebt haben. Und deswegen nochmal jetzt zu sehen, okay, Reset, jetzt beginnt es. Möglicherweise macht das einen Unterschied, ja. Wie treffen Sie Ihre Wahlentscheidung? Aus persönlichen Gesprächen, dann, die Sie ja mit fast allen Akteuren haben? Nein, das hat eigentlich keinen Einfluss. Ich habe eine relativ klar, also ich habe eine Themenpriorität. Ich würde wahrscheinlich auch eher auf Themen und nicht auf Personen gucken und da meine Entscheidung treffen. Ich brauche Sie gar nicht fragen, wen Sie wählen. Gibt's nee, denn, ich würde es Ihnen noch nicht sagen. Sind Sie eine Wechselwählerin oder eine Stammwählerin? Nein, ich wechsle schon, aber ich greife nicht zu sehr ich mache nicht zu viele Ausfallschritte. Okay. Ist es denn wichtig, als Moderatorin und Journalistin in so einer Runde immer selbst möglichst gut auch wegzukommen? Ach, puf, ich behaupte mal, wer jetzt Ihnen sagt, ich achte gar nicht drauf, wie ich rüberkomme, lügt. Man sollte versuchen, also mein Ehrgeiz ist darin, gute Fragen zu stellen und eine Sendung so zu machen, dass ich am Ende das Gefühl habe, es gibt für die, die zugeschaut haben, einen Erkenntnisgewinn. Und das eigene Ego, sofern vorhanden, sollte da einfach tunlichst einfach nach hinten treten. Was würden Sie Regionalpolitikerinnen und Regionalpolitikern oder unbekannten Persönlichkeiten, die es auf die politische Bühne schaffen wollen, empfehlen, um möglichst große Aufmerksamkeit zu bekommen? Nee, ich würde erstmal empfehlen, gute Arbeit zu machen. Ich bin ein totaler Fan der regionalen Politik, weil ich glaube, in der globalisierten Welt ist das der Ort, an dem Sie wirklich noch einen Unterschied machen können, und zwar spürbar und schnell. Die sind aber sehr, sehr selten in Ihrer Sendung. Das stimmt nicht. Wir hatten zum Beispiel Herrn Matzen, den Oberbürgermeister von Rostock, dabei. Wir hatten Herrn von Alten, wie heißt es, Alten, Tilt, Cut, nein, Herrn Andres heißt der, glaube ich, von Altenburg, Thüringen. Sachsen, fällt mir gerade nicht ein. Also wir schauen schon, dass wir Sie, natürlich sagt das jetzt auch etwas über mich, aber da wir Sie selten einladen in der Menge, fällt es mir manchmal nicht ein. Aber ich liefere Sie nach. Jedenfalls, wir versuchen auch die einzuladen und wir versuchen übrigens auch Akteure einzuladen, die quasi
aus Initiativen da sind, manchmal Vereine. Das kann alles besser werden, das stimmt. Und reicht gute Arbeit aus oder muss man eben dazu noch streitlustig sein, leidenschaftlich, um auch wirklich diesen Show-Charakter das Ich bin ja nicht so sehr für Show, aber ich glaube, Politik muss auffallen, wenn Sie das meinen. Also das ist ja das, was viele dann, was den Unterschied macht zwischen dem JU-Chef oder dem JU-Politiker Markus Söder und den anderen, dass er nicht nur irgendwie geackert hat, das hat er offensichtlich, sondern er war auch in der Lage, das, was er erreicht hat, ganz offensiv nach außen zu verkaufen. Also man, das ist sicherlich eine Eigenschaft, die man haben sollte, aber nicht das Auffallen nach draußen als erstes setzen, und hinten gar nichts tun. Das wäre jetzt die falsche Reihenfolge. Ist das für die Quoten besser, wenn Leute vorher auffallen und die Leute denken, ah, der hat was rausgehauen und jetzt sitzt er da in der Sendung und wird dazu befragt? Sie meinen für die Fernsehquoten? Auch da wieder, wenn Ihnen jemand sagt, der weiß ganz genau, wie man Quote macht, lügt er, weil das kann keiner wissen. Also wir sind selber immer wieder überrascht, welche Themen und welche Personen am Ende dann reüssieren. Und auch umgekehrt, welchen Big Shot man einlädt und es interessiert plötzlich niemanden. Also kann man so klar nicht beantworten. Wenn Sie das Gefühl hatten, Sie hatten eine nicht so gute Sendung und die Quoten sind aber super, reißt das für Sie das wieder raus? Ist ein Trost, aber hilft nicht weiter. Also ich bin nach Sendungen meistens nicht ganz zufrieden, weil es dazu ist, das gesprochene Wort viel zu wenig präzise. Und deswegen sehe ich immer erst die Kritik an mir und an der Sendung, an den Gästen, an dem, was man besser hätte machen können. Wenn die Quote dann gut ist, denke ich mir, okay, muss ich mich nicht so quälen, aber man fragen, was falsch gelaufen ist, tut man trotzdem. Andersrum, wenn Sie das Gefühl hatten, Sie hatten eine super Sendung, aber die Quoten sind nicht so gut? Das passiert auch immer wieder mal. Es ist manchmal sogar so, dass ich aus der Sendung rausgehe und denke, oh, super Sendung, bestimmt ist die Quote schlecht. Und dann wachen Sie am nächsten Morgen auf und sehen das Gegenteil, oder? Überraschungen gibt es immer wieder, in der positiven wie negativen Form gibt es immer wieder. Aber klar, ich meine, die Quote, was heißt denn Quote? Quote heißt Zuschauerinteresse. Ich mache ja die Sendung nicht, weil ich sie für mich mache, sondern ich möchte, dass jemand das sieht, was wir tun. Und klar ist das für mich wichtig, ob wir gesehen werden oder nicht. Vielen Dank für das Interview. Altena, der Bürgermeister von Altena. Ich hab's. Es hat mich jetzt gequält. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.